Hallo Freunde, wie geht's euch? Gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. So, wir stehen jetzt schon hier vor dem Top Body Gym. Heute gibt's ein ganz wildes Video für euch. Nämlich treffen wir uns mit Stefan Kinzel, einer der besten Bodybuilding Coaches der Welt. Ist übrigens auch der Coach von Urs. Wir haben gerade den dritten Platz erreicht bei Mr. Olympia und heute darf ich zu Gast sein. Freue mich sehr. Heute gibt's Hardcore Bodybuilding Content. Wir werden Workout rausschallern, die besten Bodybuilding Tipps und so weiter. Formcheck, Posing Routine, all das, was ich so noch nie gemacht habe. Also auf dem Kanal noch nie, aber auch so noch nie. Das alles schauen wir uns heute an, Freunde. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein. Servus! Schönen guten Morgen. Servus! Ja, Stefan, servus, Savidieri. Grüß dich. Gefällt mir, dass du Zeit genommen hast. Ja, voll. Wir tun eh schon länger herum. Ich glaube, so ein guter Jahr, dass wir mal alle beide Zeitpunkte zusammengebracht haben. Und Heute ist es soweit. Wir haben schöner sonniger Tag. Schöner sonniger Tag, genau, perfektes Wetter für eine schöne Zerstörung. Ich habe dich ja schon draußen vorgestellt, jetzt aber nochmal. Freunde, wir haben da Stefan Kinzel höchstpersönlich am Start. Wieso höchstpersönlich? Weil er einer der besten Bodybuilding-Coaches der Welt da draußen ist. Und das muss man einfach mal so beim Namen nennen, wie es ist. Vor kurzem auch. Waren dabei. Vor kurzem auch dritter Platz mit Urs bei Olympia erreicht. Habe auch schon mit Urs ein Workout rausgeschaut, könnt ihr gerne mal anschauen, was ihr noch nicht gesehen habt. Heute stehe ich da und freue mich richtig drauf, weil so richtiges Bodybuilding in dem Sinne mit Formcheck und Posing habe ich mein Leben noch nie gemacht. Habe ich gar keinen Plan. Bitte jetzt nicht zu viel erwarten. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich gar keinen Plan. Ich mache zwar Social Media, aber ich habe trotzdem keinen Plan, wie man richtig postet oder flext. Aber du kommst ja grundsätzlich schon aus der Fitnessindustrie. Genau. Also mach's halt. Was war deine Anfangsleidenschaft? Ja, ich habe sehr viel mit Bodyweight gemacht anfangs, in Kombination mit Ausdauer sehr viel und Calisthenics, so Geschichten. Dann eine Zeit lang natürlich auch Bodybuilding und jetzt mittlerweile ist so eine Mischung aus allem. Immer schon im Gym, natürlich, aber zurzeit habe ich sehr großen Fokus. Aber hast du mal einen Primärsportart gehabt? Wo du sagst, okay, was war so, was die, jedes Kind hat ja heute eine Primärsportart. Der eine fängt mit Fußball an, der eine mit Tennis, ich klassisch kärntnerisch Skifahren. Skifahren, natürlich. Was war es bei dir? 6 Jahre Fußball, dann 100 Läufe, national, international, also Langstreckenläufe. Ah, wirklich? Ja, Cross Country. Du kommst von der Sache? Ja, ich komme vom Ausdauer und ich sag dir ehrlich, wie es war. Bei mir war es so, ich war extrem dünn und klar. Und habe immer Ausdauersport gemacht und bin irgendwann, kennen wir uns nicht lange, aber muss ich sagen, gemobbt worden halt in der Hauptschule. Und dann habe ich mich dann zu entschlossen, nein, ich möchte was ändern. Ich möchte eine physische Präsenz haben, weil natürlich sollte man, glaube ich, sie auch mit Worten wehren zu wissen. Aber in so einem Alter, wo man 15 ist, dann hilft es natürlich, eine physische Präsenz. Ja, ja, ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan. Jeder, der in der Pubertät ist und jeder, der in dieser Situation steht, möchte jetzt einmal ohne was sagen zu müssen, rein optisch schon einmal was darstellen. Und so wie bei dir ist das sicher der Beweggrund bei gut der Hälfte der Leute, warum sie anfangen zum Trainieren, denke ja. ich. Ja, habe ich also die Erfahrung gemacht und muss sagen, dann mit 14, habe ich dann 14, 15 dann eben rüber geswitcht, dann eben zum Kraftsport und habe dann gesehen, hey, also 6 Jahre Fußball habe ich auch gespielt, also ich war sportlich, also sehr viel in unserer Familie mit Sport, aber habe dann eben zum Kraftsport gewechselt und jetzt mache ich das seit 14, 15, 16 Jahre, aber jetzt nie auf irgendwas ganz speziell, also weder ganz speziell Calisthenics noch ganz speziell Bodybuilding. Ich versuche ein bisschen allrounder zu bleiben und das macht mir Spaß, überall ein bisschen dabei zu sein. Dann ist natürlich klar, man ist dann nirgends der Beste, weil man natürlich sich nicht auf irgendwas spezialisiert, aber ich fühle mich wohl, wie ich sage, überall. Ich glaube, Freude an der Bewegung ist da, oder? Ja. Ich glaube, das dürfte so, ja, dann macht er gleich. Das dürfte so der Punkt sein bei dir und das erkennt man, glaube ich, auch, wenn man Content von dir sieht. Die Freude an der Bewegung ist da und ich finde, das ist cool zum Zuschauen. Ja, du, so Challenges, so mit Bundesheer, Märsche, so Herausforderungen, wo man sagt, 100 Kilometer Marsch in 24 Stunden und so. Das fühle ich sehr, das brauche ich. Also für mich war der, wenn als Kind meine Eltern zu mir gekommen sind, jeder, der vom Land kommt oder vor allem in Österreich wird das kennen, heute gehen wir Familien wandern. Ja. Es war Todstrafe. Aber das war es für mich früher. War es für dich auch? Ja. Und zusätzlich noch Schwarzbeeren und Krantenbrocken. Ja, genau, quasi genau. Einfach nur vergewaltigt. Fix. Und dann immer so, ja, wir sind bald da. Und dann ja, genau. 4 Stunden, wir sind bald da. Ja, was? Na, schau, wie schön. Und du rährst nur noch und gehst hinten nach und denkst, der Bullshit. Deswegen, Wanderungen habe ich lange mal gestrichen gehabt, aber jetzt, wo man es freiwillig machen kann, macht es wieder mehr Spaß. Super. Ja. Aber heute soll es um Bodybuilding gehen. So, vielleicht kurz noch als Begriffserklärung. Es ist ja grundsätzlich so, Bodybuilding ist ja eine Spezialkategorie des Kraftsports. Ne? Kraftsport kann ich ja für ganz, ganz viele Sachen als Basissport nennen, weil es halt darum geht, gewisse Bewegungsabläufe mit mehr Kraft zu versorgen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Radlfahrer bin, mehr Oberschenkelmuskulatur in Bezug auf Kraft oder Kraftausdauer auszubauen. Aber bei
Bodybuilding, und das ist das, wo oft Missverständnisse entstehen. Bei Bodybuilding geht es jetzt nicht um Kraftaufbau. Bei Bodybuilding geht es nicht darum, primär jetzt mehr Leistung zu haben, sondern Bodybuilding besteht aus zwei Komponenten. Die erste Komponente ist einmal zu schauen, wie schaut der jeweilige Körper aus, was hat er für Defizite, was hat er für Asymmetrien, und das zweite ist eine Zielsetzung, wo möchte man mit diesem Körper hin und was stellt man sich vor. Und dementsprechend muss man dann im Training agieren, weil es ja darum geht, den Körper, wie ein Bildhauer, Schwarzenegger hat das ja schon einmal schön gesagt bei Pumping Iron, dass es darum geht, den Körper nach seinen spezifischen Wünschen oder halt wettkampfmäßig Zielen zu formen, um ihn dann in ein optisches Erscheinungsbild zu bringen, wie es einem passt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Bodybuilding und Kraftsport. Und heute soll es eben um Bodybuilding gehen, und da ist, was Übungsausführung, Trainingsplanerstellung betrifft, ist das zum Teil ein bisschen unterschiedlich, also wenn es rein nur um Kraft oder um Performanceverbesserung geht. Da bin ich jetzt super gespannt, sehr gut formuliert, weil ich bin jetzt super gespannt, weil ich habe noch nie von irgendjemandem jetzt professionell meinen Körper irgendwie bewerten lassen oder schauen lassen, wo hast du Defizit, wo nicht. Also ich habe gar keinen Plan bei mir. Ich glaube, meine Oberarme sind relativ okay, also ein bisschen besser im Schnitt als jetzt bei meinem restlichen Körper, aber ich habe sonst nur eine Stärke, die ist in der Mitte des Körpers, aber die wird, glaube ich, heute nicht bewertet. Aber ansonsten habe ich gar keinen Plan. Deswegen, weiß ich nicht, wie starten wir am besten rein? Ich würde am besten mit Körperanschauen reinstarten. Und dann schauen wir gleich einmal irgendwas, was am geschissensten ist. Ja. Und das trainieren wir dann. Das heißt, das ist unsere Vorgehensweise. Ja, das klingt nach einem Plan. Und relativ cool, wir haben da jetzt einen etwas besseren Posingraum, als man sonst gewohnt ist. Boah, hey, wieso ist da eine Kamera? Naja, weil da. Ja, wie cool ist das? Da kann man sich direkt den Rücken perfekt anschauen. Das heißt, wir starten mit Posing? Wir starten mit Posing, es macht mehr Sinn. Wir machen jetzt Bodybuilding so, wie es sein soll. Wir schauen einmal, was hat der für optische Probleme. Ja. Und dann machen wir, aufgrund dieser Schwachstelle ziehen wir uns die Muskulpartie raus, die wir sagen, okay, das ist das Größte. Das Geschissene. Genau. Was, das Geschissene gehen wir als Erster. Bevor ich mich jetzt ausziehe. Ja. Du coachst die besten Bodybuilder der Welt. Ja. Jetzt stehe ich da. Jetzt nicht zu viel erwarten, gell? Ja, wir kriegen nicht das da jetzt sagen, alles geschissen. Ich fall nicht sofort um. Ist eh was da? Und? Ist ja gar nicht so schlecht. Ist eh was da, oder? Ja. Na, jetzt aber echt. Du hast die Beine noch nicht gesehen. Ja, da befürchte ich ein Schlimmes. Allein von der Geschichte, früher Langstrecken laufen, ich mag herumgehen und so. Ja. Ich meine, das ist ein gutes Indiz, dass sich da nicht viel Masse ansammelt. Ja, genau. Und vor einem halben, dreiviertel Jahr vom Stefan Pütz, wirst du vielleicht auch schon, haben wir wieder gedreht im MMA-Ring. Ah, da ist da was geschnolzen. Da ist ein Bantel geschnolzen, genau. Na ja. Stell dich mal her da. Dreh dich mal auf Seiten. Muss ich anspannen oder nicht? Nein, lass mich nur mal so sagen. Dreh dich mal auf andere Seiten. Was man jetzt im entspannten Zustand schon sieht, ist einmal das Erste. Wenig Muskeln hat er nicht. Das ist schon einmal de facto da. Ich finde auch, dass er relativ ausgeglichen ist. Wenn man jetzt nach normalen Bodybuilding-spezifischen Kriterien, also was auf der Bühne gewünscht ist, das Ganze kategorisieren müsste, dann würde man als Erstes hergehen und sagen, die Arme sind vielleicht ein bisschen zu dick für die Schultergröße. Mhm. Ja? Die Brust ist aber nicht schlecht, passt gut dazu. Mhm. Ja? Der Rücken schaut im entspannten Zustand auch schon einmal nicht so schlecht aus, aber der Quadrizeps ist vielleicht sogar ein bisschen stark für den Beinbizeps. Das heißt, die hintere Kette ist nicht so, wie sie im Vergleich sein sollte zur vorderen Kette. Was bodybuilding-technisch aber sofort auch auffällt, ist eine ästhetische Sache, und die lässt sich auch erklären aus seiner Vergangenheit und was er gemacht hat. Dreh dir mal nach vorn. Du hast dir muskulär eine breite Taille aufgebaut. Das heißt, da ist natürlich ein bisschen ein Fetten auch da, aber das ist jetzt nicht das Drama. Aber man sieht sofort, dass der seitliche Bauch, ja, die Obliqui, die da sind, echt dick geworden sind. Und das wird halt dick bei all diesen Calisthenics-Sachen, bei all diesen Crossfit-Lasting-Sachen, bei all diesen Sachen, wo ich sehr viel Rumpfaktivität dabei habe. Das heißt, wenn es jetzt um reine Ästhetik gehen würde, würde der Sascha viel cooler ausschauen, wenn er diese dicken Bauchmuskeln unten nicht hätte. Mhm. Weil er dann schon einfach viel mehr Fauststruktur hat. Du hast jetzt dieses klassische Stämmige, weil die Mittelpartie auch präsent da ist. Genau das geht da so oben, anstatt dass es so zusammengeht, das wäre normal, ja. Und dir ballert es da halt den Muskel aus. Finden manche Leute cool, aber ist aus
Weißt du, was ist Shane und was ist nicht Shane? Ist für moderne Ansichten nicht Shane. Ja. Das heißt, du müsstest da weniger Fokus auf die seitliche Bauchmuskulatur. Nein, gar nicht. Also kein Bodybuilder der Welt wird seitliche Bauchmuskulatur. Kein moderner Bodybuilder der Welt wird seitliche Bauchmuskulatur trainieren. Nie. Never. Todsünde. Das ist dann zum Beispiel wieder ein Punkt, wo Bodybuilding ungesünder wird, weil diese Rumpfstabilität ist ja eigentlich geil und gut. Aber sie ist nicht Shane. Wenn man sich auf was spezialisieren muss, dann ist es einfach so. Und deswegen muss man genau wissen, was sind die Ziele und was will man. Wenn du jetzt zu einem Boxer sagst, so wie du gesagt hast, erst da keine seitliche Bauchmuskulatur trainieren, ist natürlich ein kompletter Schwachsinn, weil er braucht das als integrativen Bestandteil seines Sports. Ja, so soll jeder das machen, was ihm Spaß macht. So ist es, richtig. Und das ist ja vollkommen in Ordnung so. Absolut. Was symmetriemäßig auch noch ein bisschen auffällt, Radium auf Zeiten. Wenn man jetzt da gerade herfilmt, ja, dann sieht man, dass seine Schulter eine komplette Dominanz da vorne hat. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo Bodybuilding interessant für Gesundheit ist. Man sieht da schon, dass seine Schulter nach vorne gekippt ist. Das heißt, die Schulter steht nicht neutral im Gelenk drinnen, sondern die ist nach vorne. Grund ist der, er hat zu viel Spannung da auf der Brust, das heißt, da zu wenig Mobilität. Und die vordere Schulter ist zu stark im Verhältnis zu den Muskeln, die er da im Nacken, im mittleren Rücken und da der hinteren Schulter hat. Das heißt, es zieht ihm das System da nach vorne. Sieht man auch optisch, dass die Schulter, die eigentlich kreisrund sein soll, im idealen Ausprägungsgrad, bei ihm ein bisschen so ein Halbmond in diese Richtung ist, weil die vordere Schulter viel dominanter als die hintere Schulter ist. Das würde mich jetzt zum Beispiel gar nicht wundern, wenn er sagt, hin und wieder sticht es ihm da vorne drinnen. Ja, bei der linken Seite sticht es mir noch. Genau. Beim Herfahren. Genau. Wollte ich nicht genau. Das ist die klassische Ausprägung, die da kommt, weil da vorne alles zu ist, da zu viel Muskulatur ist, wenig Mobilität drinnen ist und der Gegenpart hinten, der das macht, fällt. Wenn wir jetzt den Arm nach oben gehen, die Schulter besteht ja aus drei Anteilen. Dem Pars anterior, medius und posterior, das heißt die vordere, die mittlere und die seitliche Schulter. Und eigentlich sollte die vordere Schulter, die ich jetzt in der Hand habe, gleich groß sein wie die hintere Schulter, die ich versuche zu finden. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo man dann da sieht, okay, da hat er im Schultergelenk eine Disbalance drinnen, die optisch, wenn er Bodybuilder werden wollen würde, ein Problem ist, aber auch gesundheitstechnisch ein bisschen ein Problem ist, weil da zu viel Disbalance drinnen ist. Mhm. Aber ich habe mal gelesen, das ist bei relativ vielen, stimmt? Bei allen. Ich sage immer fieserweise dazu, wir sind eine rückende Gesellschaft. Das kannst du jetzt philosophisch nehmen, wie du willst, aber wir sitzen so, wir drucken was auf, wir haben die Hände vorne, wir haben es nicht hinten, wir ziehen kaum irgendwas, ein Tier hin und wieder, aber wir haben viel mehr drückende Tätigkeiten. Das heißt, in unserem Grund, im Alltag, Auto fahren, Computer sitzen, wir sind immer noch vorne gefallen. Das heißt, die Alltagsbelastung oder meistens, wenn der Mensch startet mit Krafttraining, ist er schon vorbelastet, weil er so anfängt zum Trainieren. Und wenn er sich nicht von Anfang an darum kümmert, dass die eigentlich gesunde Haltung die wäre, ohne nach hinten zu ziehen, sondern auch wenn er so stehen würde, dann wird es mit der Zeit nicht besser. Das ist halt dieser Punkt und das ist was, auf das muss man wirklich aktiv eingehen. Was man aber trotzdem sieht, hat er echt coole Schulter. Also so von der Grundanlage, wie das da ist, auch die Brust und so, ist das, also er hat tief gestapelt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist kein schlechter Körper. Also die Basis, die da ist, ist gut. Man sieht auch, dass die Basis der Muskelform, der Mensch kommt ja mit einer spezifischen Muskelform auf die Welt. Die lässt sich ja nicht beeinflussen. Hat er langgestreckte Muskeln, hat er rundere Muskeln. Und bei ihm ist es so, dass diese Ausprägung der Muskeln, dass man sieht, es sind schöne, runde, bauchige Muskeln. Leibend eigentlich. Auch einen relativ guten Bauch, bis auf das auf der Seite. Aber das ist halt dem Sport, den du vorher gemacht hast, geschuldet. Aber das ist... Das ist gut. Du hast da auch so ein bisschen eine Disbalance drin, die Schulter steht da höher und der Nacken ist dicker als der. Vielleicht auch, weil du irgendwas herumzahst oder so. Aber wenigstens die Wirbelsäule ist gerade. Ja, nicht schlecht. Ich sage mal echt, danke gell, schon mal für die Einschätzung. Das ist richtig Gold wert für mich, weil wenn du den Sport und auch dafür lebst und davon lebst und dafür lebst, dann ist es natürlich für mich jetzt unfassbar wichtig. Also ich wusste schon, meine hintere Schulter ist, lege schon längere Zeit mehr Fokus drauf, aber ja, braucht wahrscheinlich seine Zeit. Aber trotzdem einfach mal zu wissen, okay, da die Schulter, der hintere, dann Nacken, leichte Fehlstellung, das ist einfach mal Gold wert. Und ich glaube, das macht sehr viel Sinn, dass man das vielleicht jeder, der die Möglichkeit hat da draußen und sagt, er will mit Bodybuilding anfangen, vorerst vielleicht das mal macht.
ich das eigentlich auch schon viel früher machen können oder sollen. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man sagen muss, wenn du heute Tennis spielen lernst, gehst jetzt nicht einmal 3 Monate oder 2 Jahre am Tennisplatz und spielst Tennis und dann suchst du einen Trainer. Im Bodybuilding ist das grundsätzlich ist ähnlich wie im Laufen. Bodybuilding und Laufen sind die einzigen 2 Sportarten, wo jeder glaubt, er kann's, geht dann meistens nach hinten los. Ja, also ich glaube, ein bisschen eine Führung ist sicher kein Fehler. Und weil wenn man sich so mal ins Gym reingeht, also generell mal so, und mal grob drüber schaut, ich glaube echt 40%, 50%, 60% trainieren falsch. Falsch ist ja auch immer relativ. Was falsch für den einen ist, kann für den anderen passen. Ja. Das ist so ein Punkt. Das kommt halt immer darauf an, bei vielen Ausführungen, was möchte man erreichen, wo möchte man hin? Ist man Kraftsportler, ist man Bodybuilder, wo hat man Probleme? Das heißt, es ist schon so ein bisschen der individuelle Zugang. Aber das größte Thema ist, dass wir halt alle, ich sage immer, mit einem Rucksack anfangen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du heute Kraftsport ohne Fehlstellung in irgendeinem Bereich anfängst, ist relativ gering, weil Sport in unserem Leben leider keine Rolle mehr spielt, weil sich in der Schule keiner drum schert, wie sitzt du da oder kannst du irgendwelche Sachen oder sonst irgendwas, weil es in unserer Gesellschaft leider keinen Stellenwert mehr hat. Absolut. Und es wird immer weniger. Und es wird immer weniger. Die Sportstunden reduzieren es ohne Ende. Dabei wäre das tausendmal wichtiger als irgendein. Ja, ich will jetzt damit keinen Lehrer anlegen, aber sehe ich so. Aber es ist ja so, wenn heute, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war, also Leibesübungen hat es bei uns noch geheißen, der Turnlehrer ist reingekommen, hat den Ball reingerollt, hat sich geschlichen und hat gesagt, spielst halt ein bisschen Fußball. Da könnte man eigentlich schon auf gewisse andere Sachen achten. Und das Arge ist, wir hätten alles richtig von Natur aus drinnen. Ich habe das Glück, dass ich Papa bin. Wenn man zuschaut, wie ein kleines Kind mit 2 oder 3 Jahren was vom Boden aufhebt, ist das die pure Perfektion. Das ist eine Kniebeuge, besser kann es nicht sein. Ja. Und dann schaust du das Kind 15 Jahre später an. Und so oder so. Und das hält das Ding so auf. Das heißt, irgendwas machen wir in unserer Entwicklung. Grundlegend falsch. Ja. Und verlernen diese natürlich eingelernten Bewegungsmuster dann wieder, die es ermöglichen würden, dass man ins Fitnessstudio geht und von Anfang alles richtig macht. Aber wie gesagt, da hat halt jeder so ein bisschen seinen Rucksack halt zu tragen. Spannend. Und ich glaube, hintere Schulter, wie du sagst, fast jeder hat das Problem mit der hinteren Schulter bzw. Defizite. Das werden wir dann uns im Training, nehme ich mal an, genau. Uns genau anschauen. Wir schauen uns Rücken, diese hintere Kette an und die zeigt dir da ein paar Kniffe und ein paar Tricks, auf die du aufpassen musst, sodass jedes Training, das du für diesen Bereich machst, für die dann in Zukunft einen Mehrwert hat. Soll ich jetzt noch reinflexen? Ja, flex einmal. Jetzt siehst du jemanden flexen, der noch nie in seinem Leben irgendwie ansatzweise Ahnung vom Posing hat. Aber jeder flext, also lüg doch nicht. Wie oft hast du wahrscheinlich schon vor dem Spiegel daheim geflext? In jedem Video flexe ich. Aber ich meine, ich habe noch nie vor einem Profi geflext, so, okay, der mir sagt, wie es richtig geht. Aber ansonsten, in jedem Video natürlich. Ich wollte gerade sagen, kein Spiegel wird ausgelassen. Ja, fix, bei jedem Auto. Die Auto, ich sag's euch vorne, geht's mal beim Auto vorbei, flext da mal rein und der Bizeps ist 3-mal so groß. Beste Leben, wirklich. Mach einmal, wie du glaubst, dass so ein Doppelbizeps von vorne ausschaut. Okay. Doppelbizeps-Pose. Ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Wie spannst du deine Beine an? Versuchst du sie so durchzuspannen? Nein, aber jetzt machst du mal Folgendes. Wir fangen einmal bei den Haxen unten an. Stell hüftbreit her, ja? Ganz leichter Winkel in die Knie. Und jetzt zirkst du die Knie nach draußen. Ja, genau. Siehst du? Krass. Ja, so macht man das. Wow, Baby. Ja, genau. Das heißt, man drückt nicht durch, sondern man zieht sie mit Druck nach außen und schiebt das Becken leicht nach vor. Und jetzt gehst du in die Pose oben. Ja, ist doch wunderbar. Die Arme sind wirklich gut, bist du deppert. Auch geflext. Sehr gut. Machen wir mal so eine Side-Chest. So, fertig. So, jetzt fangen wir wieder unten an. Das ist dein Standbein. Du nimmst jetzt den Fuß, kommst da mit Ballen auf Fußmitte und nutzt dieses Bein, dass da den Beinbizeps nach vorne, also zack. Jetzt passt die Beinstellung. Gib die Fersen ein bisschen weiter nach oben. Nein, nach oben. Ja, genau. Bauch rein. Und jetzt gehst du oben in die Pose. Schulter nach unten. Wieder Kopf gerade. Ja, so hat das auszuschauen. Das ist eh ein Naturtalent. Genau so.
Dann machen wir noch ein Doppelbizeps von hinten. Ja, das war oben schon einmal sehr gut. Wir brauchen aber unten auch noch. Unten ist das so. Du stellst Ballen auf Fersenhöhe. Ja. Wade hoch. Du musst jetzt das Becken so austarieren, dass du gerade bist. Das heißt, mit deinem Winkel im Knie bringst du das Becken gerade. Und jetzt gehst du oben in die Pose. Ja? So hat das auszuschauen. Sehr gut. Und da sieht man jetzt auch schön, diese riesen vordere Schulter, die hintere Schulter, die da ist, aber jetzt nicht in dem Bereich wie die große. Was man bei der Doppelbizeps machen muss, man muss weiter nach hinten kommen und muss das nach hinten rotieren. Jetzt gefällt es mir. So gehört das. Ja, sehr schön. Drei wesentlichsten Posen haben wir schon mal. Bis zur Perfektion. Bis zur Perfektion kann er das schon. Ich bin jetzt absolut positiv überrascht. Passt, oder? Kann man da, könnte, hätte das Potenzial für jetzt, für irgendwas? Für irgendwas? Ja. Für was? Für alles, weil... Okay. Naja, schau her. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt ja kein, ich habe eine tolle Armgenetik und ich habe eine scheiß Beingenetik. Entweder Muskeln wachsen oder sie wachsen nicht. Der Unterschied, ob was gut wächst oder nicht ist, spüre ich die Muskulatur gut und habe ich den Weg gefunden, die perfekt zu beanspruchen oder nicht. Nachdem der Typ so ein Astel hat, bei dem, was er macht, heißt für mich, er hat die Genetik, dass Muskulatur gut wächst, weil sonst hätte er nicht so einen Arm. Das heißt, er kann alles andere in dem Ausmaß, wie sein Arm groß ist, auch zum Wachsen bringen. Ganz einfach. Okay. Also da ist definitiv, also wie im entspannten Zustand schon gesehen, du hast eine schöne Muskelveranlagung, schöne, runde Muskeln. Die Knochenstruktur ist jetzt nicht die beste der Welt, also Schlüsselbein zur Taille ist aber relativ egal. Man müsste halt nur versuchen, dass man das wieder kleiner bringt. Da. Mhm. Weißt du, diese Bauchmuskulatur. Aber bitte schaut euch einmal sein Astel an. Der ist schon geil. Also, das ist schon richtig gut. Ja, gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Weil, wenn man das schon seit 14 Jahren macht und das noch nie von jemandem gehört hat, außer von euch Zuschauern natürlich, gell, da lese ich natürlich jeden Tag, aber dann ist das natürlich. Schönes Gefühl, sag ich ehrlich. Weil nein, das ist echt gut. Das ist wie wenn man 14 Jahre trainiert und vom Profi mal hört, hey, das passt. Das passt weniger, aber das passt mehr. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin auch immer ungeschönt ehrlich. Also wenn ich was scheiße finde, sage ich es auch. Aber ist gut. Gibt es eine kurze Reihenfolge, was du sagen würdest, was damit ich in Zukunft auch für mich weiß, vom Training her, was ich eher weniger Fokus drauf legen muss oder was eher mehr? Du brauchst keinen Arm trainieren. Kein Arm mehr trainieren. Aber sonst hast du natürlich viel weniger Beine, als du Oberkörper hast. Ja. Also das müsstest du verschieben. Am meisten Waden oder Hamstrings? Ja, jetzt wo ich es in der Pose gesehen habe, ist der Hamstring gar nicht so schlecht und das passt eigentlich ganz gut zusammen. Es ist halt alles, muss mehr werden. Aber ich glaube, dass das Problem eher darin liegt, dass du zu viel auf die Füße bist. Du darfst dich nicht vergessen, der Muskel wächst nicht im Training. Der Muskel wächst in der Regenerationszeit. Und umso mehr du auf die Füße bist und Märsche und was der Kuckuck was machst, umso weniger hat natürlich der Haxen Zeit zu regenerieren. Oder hat einer von euch schon einmal einen Marathonläufer mit dicken Haxen gesehen? Mhm. Eher unwahrscheinlich. Ja. Das heißt, da ist vielleicht sogar eher die Stellschraube, damit die wachsen, eine Ruhe geben, als mehr machen. Geh jetzt einmal davon aus. Aber am Oberkörper, der Rücken ist gut, die Brust ist gut, die Schultern sind grundsätzlich gut. Also da ist einfach was da. Und auch so, wenn die Leute sich immer fragen, was ist ein guter Körperfettgehalt? Oder was ist ein gesunder Körperfettgehalt? Oder was ist ein Körperfettgehalt, dass man gut Fortschritte machen kann? Genau so. Nicht leaner, nicht fetter. Das ist genau so, dass man sagt, okay, man hat eine gute Grundbasis, dass man gut regenerieren kann und muskulär auch Fortschritte machen kann. Und man fühlt sich fit. Also und man fühlt sich fit. Also das ist für alle da draußen einmal ein gutes Beispiel, wo man sagt, okay, das passt eigentlich. Man sollte nicht leaner sein so unterm Jahr. Also er macht alles richtig. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, wo wir jetzt das Training dann angehen. Ich glaube, es ist auch für euch alle interessant, weil die meisten, wie gesagt, ein Defizit wahrscheinlich eh in der hinteren Muskelkette haben, Posterior Chain, aber vielleicht auch in der hinteren Schulter und so weiter. Und genau das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. In diesem Sinne, haut rein, Servus. Tschüss. Und Cut. Wichtige Frage zwischendurch, Freunde. Soll der Schnurrbart wieder her oder ist es besser so? Gerne rein in die Kommentarbox damit. Und für das optimale Training sind natürlich unglaublich viele Punkte wichtig. Besten Übungen, Muskelversagen, Wiederholungsbereich, Pausen.
Pausenzeiten, Übungsausführung, Makronährstoffverteilung, Kalorienrechner, den Fortschritt zu tracken für eine perfekte Progression, dem Volumen bis hin zu Fokuszonen. Und wir haben es geschafft, mit all diesen Faktoren auf dich persönlich einzugehen. Es soll kein 1:1-Coaching im echten Leben ersetzen, aber es soll euch so gut wie möglich individuell weiterhelfen. Und das vor einem Loge-Neujahrsrabatt im Jahresabo für monatlich nur 8,33 €. Aber nur auf gymkey.com. Ihr wählt ganz einfach euren Lieblingscoach und bekommt individuell an euch angepasste Trainingspläne, Ernährungspläne und vieles mehr. Mit mir als Coach könnt ihr auch die Fokuszone hintere Schulter wählen, um eben noch mehr Fokus auf die hintere Schulter zu legen, weil da eben viele eine Schwäche haben. Und das eben zu Schulterverletzungen führen kann. Weitere Fokuszonen folgen. Jetzt bei gymkey.com einfach vorbeischauen und mit dem Code gymkey maximal sparen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wichtig, nicht vergessen, bei Europas Marktführer für Sportnahrung vorbeizuschauen, nämlich bei ProSys. Zurzeit gibt es nämlich mit dem Code Sascha10 viele Graz-Produkte. Gerne vorbeischauen, da findet ihr alles, was ihr braucht zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, meiner Meinung nach. Also nicht vergessen, Sascha10 regelt ProSys, euer Lieblingsshop. Servus dir. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.